Battlestar Galactica Deadlock, neues Rundenstrategiespiel, erscheint am 31. August für den PC, später auch für Konsolen, für Xbox One und PlayStation 4. Und wenn ihr mal reinhört in den Soundtrack, wenn ihr euch die 3D-Modelle anschaut und wenn ihr, falls ihr Battlestar Galactica-Fans seid, dann seid ihr sofort gefangen von dieser Spielwelt. Eine Fernsehserie, die ich persönlich gesuchtet habe. Nicht das Original, das gab es ab 1978, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber dann gab es ein großes, langes Remake in 4 Staffeln ab 2003 und ich habe mir jede Folge mindestens 2 oder 3 Mal angeschaut. Die Spannung war zwar ein bisschen raus dann irgendwann, aber bei all diesen Wiederholungen, die ich mir zugemutet habe, aber die moralischen Implikationen und Konflikte und die Charaktere, die Philosophien und das Aufeinandertreffen der Weltanschauung, die moralischen Konflikte, die es gab, das fand ich alles unglaublich spannend. Großer Rundenstrategie-Fan bin ich auch und als ich dann gehört habe, dass die australischen Entwickler von Black Lab Games und der britische Publisher Silverine, dass sie dieses Spiel hier in Vorbereitung haben, da habe ich einen kleinen Freudenschrei ausgestoßen. 31. August ist es soweit, oder? Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr könnt auch schon gerne jetzt mal vorab mit mir gemeinsam einen Blick in diese Spielereien werfen. Unten links seht ihr es ist eine Beta-Version, die ich hier spiele. Es ist die offizielle Preview-Version für die Presse. Die wird sich natürlich bis zum Release noch deutlich verbessern. Falls ihr auf Steam mal einen Blick reinwerfen wollt, dann findet ihr dort das Spiel zwar schon gelistet, aber noch ohne Preis. Der ist noch nicht bekannt und dort steht, das Spiel würde es nur auf Englisch geben. So ein Quark. Schaut mal hin. Deutsche Übersetzung. Noch nicht vollständig. Ich werde auf Deutsch spielen. Ihr werdet ein bisschen deutsch-englischen Mischmasch noch haben. Bis zum Release ist das alles behoben und auch die kleineren Anzeigefehler, die wir noch finden werden, das wird alles dann bis zum Release sicher gefixt sein. Das Spiel gibt es in 3 verschiedenen Modi. Einzelschlacht, da kann man gegen die KI antreten auf bestimmten Skirmish-Karten, die man sich auswählen kann. Mehrspielermodus gibt es natürlich, da kann man gegen andere Spieler im Internet antreten oder auch erstmal nur in Trainingsmatchen, später dann in richtigen Wettbewerben, kann sein eigenes Systemprofil aufleveln und Ränge erwerben und so weiter. Und es gibt halt die Kampagne und davon möchte ich euch die ersten Missionen zeigen. Nicht alles, aber eine kleine angespielte Reihe, die möchte ich euch schon bringen. Worum es in dieser Spielwelt geht, wenn ihr Battlestar Galactica noch nicht kennt? Na okay, ein ganz, ganz kleiner Einstieg in die Spielwelt. Die Fernsehserie, also diese Neuauflage ab 2003, die zeigte euch eine Welt etwa 150.000 Jahre vor unserer Zeit. In einer anderen menschlichen Zivilisation, die nicht auf der Erde, sondern woanders existierte, auf 12 Kolonialwelten und die bedroht war von ihren eigenen Kreaturen, die sie geschaffen hatten, von den Zylonen, einer kybernetischen Lebensform, also etwas platt gesagt von Robotern, die als Kampfroboter entwickelt worden sind und sich dann selbstständig gemacht haben und irgendwann gegen ihre Erschaffer, gegen ihre Erbauer rebelliert haben. Und das, was wir hier spielen wiederum, das spielt dann nochmal so 40, 50 Jahre vorher im ersten Zylonenkrieg. Die Fernsehserie behandelt den zweiten und den ersten Zylonenkrieg, den später auch mit einem Ableger dieser Fernsehserie, also mit der dritten Serie quasi, die da thematisiert wurde, die ist jetzt hier auch Thema bei Battlestar Galactica Deadlock. Gerade frisch entbrannt, der Krieg zwischen Menschen und Zylonen. Und falls ihr euch fragt, hey, ein Science-Fiction-Spiel, das in der Vergangenheit spielt, 150.000 Jahre vor der Menschheit, da gab es doch bei uns sicher nur Frühmenschen auf der richtigen Erde, wie passt das alles zusammen? Das werde ich euch nicht spoilern. Falls ihr die Fernsehserie kennt, das wird am Schluss überraschend und sehr klug und aufregend aufgelöst. Das werde ich euch jetzt aber nicht erzählen. Wer weiß, vielleicht wollt ihr das ja irgendwann mal selbst erleben, selbst gucken. Um den Genuss möchte ich euch nicht bringen. Rein in die neue Kampagne. Auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wir nehmen einen mittleren. Ich habe bereits mehrere Missionen gespielt und die führen uns in Form eines Tutorials allmählich in das Spiel rein, erläutern immer komplexere Spielmechaniken, schalten allmählich die Features und die Spielmechaniken frei. Wir starten wieder von Beginn an. After Virgon buried their nukes, the leaders of the 12 colonies promised we would never see war of that scale again. Peace would reign in our lifetime and the lifetimes of our children. They could not have predicted the Cylon Rebellion less than 30 years later. The worst conflict in colonial history, and we are at a stalemate. No foothold gained that isn't lost again within weeks.
The Jupiter Project was supposed to be our ace in the hole. The largest, most powerful battle stars ever created. Each of the 12 colonies were promised one in return for signing the Articles of Colonization. Einer der Battlestars, dieser mächtigen Kriegsschiffe, der eine ganz zentrale Rolle spielt. Galactica was Caprica's crowning glory. It went missing 2 weeks after deployment. Athena, the fifth ship to be completed, belongs to PyCon. We were days away from delivering it when we heard the news. PyCon's capital cities were devastated by silent assault fleets. Among them, our own colonial fleet headquarters. There was no chance to intervene. Command of colonial fleet has fallen to Rear Admiral Kane. Our mobile shipyard, Daedalus, has become the ad hoc fleet headquarters. As Kane's XO aboard Daedalus, you have been promoted to Operations Commander of the entire Colonial Fleet. Kane intends immediate retaliation for the attack on PyCon. The War Room awaits your arrival, Commander. Also wir spielen den XO, die rechte Hand des Commanders, des Kampfschiffes, das einer der 12 Kolonien, nämlich PyCon, zugeordnet ist. PyCon wurde... PyCon's Battlestar is almost ready to deliver. But Sinan says it can't make an independent jump until the fuel lines have stabilized. Kane's orders are to jump Daedalus to PyCon with the Battlestar Athena attached ASAP. That means we have to clear the scouts here or risk telegraphing our movements to the entire Cylon fleet. I'll prep the deck crews for the jump while you deal with the toasters. Good hunting, Commander. Die Toasters, das sind die Zylonen in dem abwertenden Begriff, wie sie hier an Bord benannt werden. Das ist quasi die Strategiekarte, die ihr hier seht. Man kann übrigens tatsächlich sogar hin und her scrollen und sich das allen Ecken und Enden anschauen. Mein Tipp für euch, geht mal ins Optionenmenü rein, bevor ihr das macht und stellt euch das mal ein bisschen geschwinder an, weil ansonsten sind die Bewegungen unglaublich langsam. Die einzelnen Schritte im Tutorial sind jeweils gelb markiert. Auf jeden Fall liegt das Schicksal der 12 Kolonien und die Zukunft der Menschheit in unseren Händen und hält von unseren weisen und tapferen Aktionen ab. It's time to make our presence known in this war, Commander. I trust you won't need my instruction twice. Unsere Vorgesetzte. Tell your ships to move full speed towards the enemy. Das kennt ihr, ihr seht es, die üblichen Tastaturgeschichten, die man so hat in dieser Art von Spielen. Man kann auch vieles mit der Maus machen. Links oben die Schiffe, die wir kommandieren, das ist die Werft. Von der war eingangs schon die Rede. Die seht ihr hier ganz groß und mächtig im Vordergrund. Kann selber auch schießen und feuern, kann auch später Schiffe herstellen und hat auch Geschwader an Bord. Kleinere, also Jägergeschwader, die man rausschicken kann in den Kampf. Dann 250, das sind die Trefferpunkte. Hier drunter zwei andere Schiffe desselben Typs, zwei Manticore-Schiffe. Rechts seht ihr die Kampfwerte, oben seht ihr die Rüstungswerte, die unterschiedlich sind, je nachdem, von wo aus drauf geschossen wird, hat man unter Umständen mehr Rüstung, die erst durchschlagen werden muss, bevor das Schiff Schaden nehmen kann. Der Rumpfwert, das sind die eigentlichen Lebenspunkte. Wenn die bei Null sind, dann explodiert ein Schiff im Weltall. Frag mich nicht wie, sollte eigentlich kein Sauerstoff im Weltall sein, aber das ist ja ein uraltes Thema. Dann kann man zwischendurch auch Turbotriebwerke einschalten, falls man sich mal ganz schnell hin und her bewegen muss. In der Zeit ist man aber besonders empfindlich und kann ganz viele Trefferpunkte, also kann ganz viel Schaden auch kassieren. Das sollte man nur machen, wenn man ganz schnell mal auf der Karte sich hin und her bewegen muss. Und noch verschiedene Subsysteme, die man hat, die können vom Gegner beschädigt werden und müssen dann repariert werden. An Bord der Lancer hier sind verschiedene Waffentypen, die man benutzen kann. Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, hier Lenkraketen abzufeuern. 20 von 20, die wir an Bord haben, über die verfügen wir noch. Und wir haben die Möglichkeit, durch Druck auf gezieltes Feuer einzelne Gegner unter Beschuss zu nehmen. In dieser ersten Mission, links sind die Schiffe zu sehen. Ein Schiff.
und das andere. Davor seht ihr so grüne Avatare. Das Spiel findet im Rundentakt statt. Das heißt, man stellt jetzt alle Befehle ein, alle Bewegungsbefehle, alle Kampfbefehle, vielleicht auch Reparaturen, die man durchführen möchte an seinen Schiffen. Die Einsatztaktik der Schiffe, ob man die eher offensiv oder defensiv einsetzen kann, all das stellt man jetzt ein. Dann klickt man auf Zug beenden und dann führen die Schiffe die eigenen Befehle aus, die man eingestellt hat, und der Feind zieht dann gleichzeitig. Man kann zugucken, ob man glücklich und klug seine Befehle eingeteilt hat oder nicht. Und danach ist man wieder dran und kann wieder in der nächsten Runde wieder alles einstellen. Kümmern wir uns mal um unser erstes Schiff hier, um die Manticore. Der Feind ist da hinten, ein nicht identifizierter Kontakt. Wir wissen noch nicht, welcher Typ von Schiff das ist, deshalb können wir auch beispielsweise noch keine Lenkrakete abfeuern. Ich werde mal das andere Schiff in die Nähe erstmal ziehen, damit wir ungefähr zeitgleich auf den Gegner kommen. Die Bewegung über diese Avatare erfolgt in zwei Stationen. Erstmal packt man den und zieht den in die Richtung hin, wo man den haben will. Dann lässt man los, dann klickt man einmal, dann kann man nach oben oder unten einstellen. Wenn ihr rechts auf die Rüstungswerte schaut, dann seht ihr, dass wir oben mehr Rüstung haben als unten, mehr Panzer. Deshalb werde ich die lieber versuchen, von unten anzugreifen, weil wir dann etwas geschützter sind vor Feindbeschuss. Dann packen wir uns noch den anderen Avatar. Mit dem fliegen wir nur ein bisschen weiter nach vorne, weil wir zeitgleich ankommen wollen beim Feind. Ziehen den mal auf. Genau, ziehen dann aber auch was weiter runter. Und dann können wir noch, eigentlich werden wir dann nachher noch eingeführt, aber durch... Nee, das geht noch nicht. Ich wollte jetzt euch das, die Schiffstaktik zeigen, aber die ist in dieser Phase des Tutorials noch nicht eingeschaltet, aktiviert. Noch das gezielte Feuer steht noch nicht zur Verfügung. Wir beenden mal eine Runde. Our ships use fire control systems to automatically target and fire on any hostiles that move within range. Turrets will be less accurate the smaller or further away their target is. You can access a ship's fire control and check on its firing solutions for yourself. Ihr habt es gehört, ihr habt es auch gelesen, wenn die Schiffe schießen automatisch auf den Feind, den sie für günstig halten, aber ihr könnt das alles auch manuell beeinflussen durch die, jetzt funktioniert sie, durch die Leertaste. Und ihr habt die Möglichkeit, vier Sachen hier zu machen. Türme, das ist einfach der normale automatische Beschuss. Da kann man einstellen, bei den Türmen, auf welchen Feind man schießen möchte, ob auf den nächsten oder ob man schießen möchte auf Geschwader, also auf die kleinen Jäger oder auf dicke Pötte beispielsweise. Dann kann man aber auch einstellen, falls ein System beschädigt ist, also eines von den Systemen, ob und welches man reparieren möchte. Man kann auf die Einsatztaktik noch klicken, das ist jetzt noch deaktiviert, offensiv oder defensiv die Schiffe einsetzen, und diese Lenkraketen, die kann man auch noch abfeuern. Wir machen gezieltes Feuer. Wir haben nur einen Feind, der hier zur Verfügung steht, ein Schiff, das wir später haben. Wenn es mehrere, könnte man über ein Pfeilmenü sich noch von Schiff zu Schiff hinaus bewegen. Wir klicken auf OK, das verbessert unsere Zielgenauigkeit. Dann wechseln wir auch zum anderen Schiff noch rüber und machen das Gleiche. Und auch klicken auch hier auf gezieltes Feuer. Der will jetzt nicht. Das muss ein Tutorial. Das gezielte Feuer ist jetzt. Jetzt kann ich es machen. Das ist über verschiedene Möglichkeiten erreichbar, dieser Button. Und im Tutorial waren nicht alle Möglichkeiten gerade aktiviert. Dann noch die Frage, wie ziehen wir? Auch hier ziehe ich mit dem Schiff hier. Das ist mittlerweile etwas näher dran. Nur noch langsam vor mit dem Avatar. Wenn der geradeaus fliegt, dann wollen wir uns dem von vorne nähern. Ihr seht rechts vorne Rüstung 45, das ist ein hoher Rüstungswert, den wir haben. Wir ziehen also langsam vor, wir bleiben weiterhin unten. Der Feind ist mittlerweile identifiziert, er hat überall gleich gute Rüstung, mit Ausnahme von unten. Er ist wie eine Schildkröte vielleicht, oder wie eine Schnecke, sagen wir mal, von unten am empfindlichsten. Das heißt, den von unten anzufliegen macht definitiv Sinn. Auch den anderen Avatar packen wir uns, und jetzt ist der wiederum ein bisschen weiter weg, auch den ziehen wir ein Stückchen weiter hin, hier hin, und ziehen den auch weiter runter. Alles klar. Und auf geht es. Automatisch wird gefeuert. Unten seht ihr, wie eine Uhr quasi abläuft. IFF confirms unit is hostile. We've got a new Dreadus contact. Dreadus IFF confirms the contact is a silent corvette.
Scanning for further intelligence. Ein weiteres Schiff ist aufgetaucht, der Klasse Nemesis. Das hier vorne ebenfalls ein Nemesis-Schiff. Nemesis-Schiff, das heißt, wir sollten erstmal hier vorne bleiben. Versuchen, das erstmal kaputt zu schießen. Der wird natürlich möglichst schnell auf uns zugeflogen kommen. Das ist ein bisschen riskant, weil hier mal mit dem zum Beispiel, der kann von der Seite beschossen werden. Der wird wahrscheinlich als erstes gefeuert werden. Wir müssen gucken, dass wir den hier möglichst schnell erwischen. Wir schnappen uns mal. Den hier. Gehen wieder. Sind die Lenkraketen schon aktivierbar? Noch nicht. These Cylon Corvettes won't hold up to sustained fire. Focus your turrets on one side to punch through their armor and destroy the hull. These ships also have long-range guided munitions, useful for softening a target before closing in for the kill. Also, jetzt können wir die Lenkraketen einsetzen. Wenn wir uns das Schiff hier anschauen, stellen wir fest, es ist von vorne, ist die Panzerung bereits komplett runtergeschossen. Und wir nehmen uns jetzt dieses Schiffchen hier, klicken entweder hier direkt drauf. Das geht im Tutorial nicht, okay. Dann machen wir das über hier Lenkrakete feuern. Normalerweise kann man es auch über diesen Button da rechts direkt machen. Kann wieder zwischen den Gegnern wählen. Wir nehmen den vorderen. Feuern von den 20 5 ab. 4 ab in der ersten Salve und bestätigen das. Fliegen ansonsten langsam weiter vor. Das ist im Prinzip okay. Wir wollen auf jeden Fall von vorne ja weiter drauf schießen. Wir wollen nicht hinter dem Schiff landen. Deshalb fliegen wir jetzt etwas langsamer vor. Damit wir auf keinen Fall hinter das Schiff kommen. Und ich glaube, wir drehen es auch ein bisschen so schon mal zur linken Seite. Dann schnappen wir uns das andere Schiff. Und der Avatar ist schon kleinstmöglich. Der wird auf jeden Fall von links beschossen werden. Das können wir nicht verhindern. Und auch hier klicken wir auf Lenkrakete feuern. Das sollte den Gegner bald killen. Dann werfe ich nochmal einen Blick auf das andere Schiff, das hier hinten am weitesten entfernt ist von den Gegnern, ob schon die Einsatztaktik freigeschaltet ist im Tutorial. Es geht, das ist prima. Und hier unten seht ihr einen Regler, der ist den kann man ziehen von defensiv nach offensiv. Und wenn ihr euch die Werte mal anschaut, die rechts und links verändert werden, wenn man offensiv geht, dann verringert sich die Stärke, seht ihr links, Stärke und die Schadensreduktion und anderes. Das heißt, das Schiff nimmt eher Schaden auf Beschuss und repariert sich langsamer bei Schaden. Andererseits, wenn ihr auch nach auf die rechte Seite mal schaut, es ist beweglicher, es kann präziser feuern und hat eine höhere Reichweite. Und seine Firewall regeneriert sich schneller. Das heißt, wenn der Feind versucht, das Schiff zu hacken, dann ist das, kann man dem besser standhalten. Und man hat auch einen größeren Winkel, nein, einen kleineren Winkel, wenn man auf den Feind feuert. Aber das hintere Schiff bei uns, auf das der Feind vermutlich höchstens von einem Schiff aus feuert, da gehe ich mal komplett in die Offensive. So, und jetzt können wir auch schon weiterfliegen lassen. Unsere Lenkraketen seht ihr rüberflitzen, treffen den Feind leider von der Seite und nicht von vorne. Der versucht abzudrehen. Commander, your ships don't seem to be performing as well as they should. They may have system damage that's been overlooked. Lass uns mal eines unserer Schiffe genauer anschauen. Schauen wir uns mal das hier an. Reparieren auf der rechten Seite. Seht ihr? Das eigentlich nur alles kaputt ist. Die Technik könnte höchstens ja repariert werden. Die ist geringfügig beschädigt. Also wir führen eine Behelfsreparatur durch. Was nicht während eines Kampfes möglich ist, hier ist es nochmal erklärt, wir können also weder die Panzer wieder hoch, wieder auffüllen, die der Feind runtergeschossen hat, noch die noch das Schiff selber, also den Rumpf verbessern. Was da abgezogen ist, das können wir nicht reparieren, aber die Subsysteme, die Untersysteme, die können wir während des Kampfes reparieren. Und seht ihr es, man kann das auch von rechts durchführen, also ein Klick darauf ist es wieder weg und ein Klick darauf ist wieder durchgeführt. Es geht also auch schneller. Wir schauen uns auch das andere Schiff mal an. Hier ist es auch geringfügig beschädigt, aber wirklich nicht wesentlich. Dann wollen wir uns mal den Feind anschauen. Der hat vorne
fast alles, den gesamten Panzer verloren und ist auf der linken Seite auch angeschlagen, versucht zu flüchten. Von vorne können wir ihn nicht mehr erwischen. Das hintere Schiff wiederum, auf das haben wir noch gar nicht gefeuert. Wie geht es unseren beiden? Ja, damit, also das Schiff von uns hier unten, das wir so offensiv eingesetzt hatten, kann weiter offensiv kämpfen. Das hat keine Trefferpunkte, keine Panzerung verloren. Das andere Schiff dagegen, das verliert schon ein bisschen. Das könnten wir zum Beispiel auf defensiv jetzt stellen. All hands on deck! Und das wiederum drehen wir jetzt in Richtung zum Feind. Das soll so fliegen, weil es... Nee, es hat vorne nicht mehr viel Panzerung, seht ihr. Das heißt, wir schauen auf jeden Fall, dass wir weiter nach unten fliegen. Die linke Seite ist auch runtergeschossen. Auf der rechten Seite ist noch viel. Wir drehen auf jeden Fall. Wir drehen oft in die Richtung. Und ganz runter. Yes, sir. Das sollte eigentlich okay sein. Die Lenkraketen können wir nicht abfeuern. Die werden nachgeladen. Hier seht ihr eine 3. Das heißt, in 3 Runden können wir die wieder einsetzen. Und das andere Schiffchen hier, das ziehen wir auch. Das hat noch volle Panzerung. Das ziehen wir in die Richtung. Das soll von vorne feuern. Und das ziehen wir auch ein bisschen nach vorne, ein bisschen näher zu den Feinden hin. Und auch wieder ganz nach unten. Und das zielt immer noch auf denselben Feind. Und auch das andere soll weiterhin auf dieses Schiff hier feuern. Und weiter. Nächste Runde. Das Lied und wir feuern nicht drauf. Ich befürchte, das war wegen der Reparatur, dass sie nicht gleichzeitig reparieren konnten und feuern konnten. Bei der, also der einen Reparatur wurden wir quasi gezwungen oder genötigt vom Tutorial. Wir hätten es, glaube ich, lieber sein lassen. Was machen wir jetzt? Wir teilen es, glaube ich, auf. Unser Ziel ist ja oben rechts, seht ihr es, wir müssen die Aufklärungskorvetten auf jeden Fall killen. Der flüchtet. Wir kümmern uns erstmal um Feind Nummer 1. Je näher ein Schiff ist, desto besser kann es feuern. Wir schauen uns mal die Karte von oben an. Die Taktikkarte. Das hat man alles in einem Blick. Ja, jetzt ist die Frage, verfolgen wir das eine oder killen wir das andere? Also normalerweise würde ich sagen, erst eins kaputt schießen, dann sich um das nächste kümmern. Aber das stellt im Augenblick keine Gefahr ab, weil es nicht feuert. Feuern können die nur nach vorne hin, in einem gewissen Radius. Das heißt, das kann nicht nach hinten rausfeuern. Dieser Typ von Schiff zumindest. Das heißt, der Einzige, der feuern kann und eine Gefahr ist im Moment, ist diese andere Nemesis. Deshalb nehmen wir die auch unter Beschuss. Im besten Fall können wir die zur Flucht zwingen. Das heißt, wir nehmen uns... Die hat... Ist von unten am empfindlichsten. Wir haben hier vorne wenig Panzer. Das heißt, wir nehmen den wieder und ziehen den auf jeden Fall weiter nach vorne in die Richtung. Dann bleiben wir bei beiden in der Nähe. Welche Richtung fliegt das? Das fliegt nach rechts. Dann drehe ich das komplett, denn wenn ich das nicht komplett drehe, dann werden wir nicht feuern können auf den Feind. Und die linke Seite, dem zuwenden, ist nicht gut, deshalb können wir nicht in die Seite drehen. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall in die andere Richtung drehen und komplett runter. On it, Commander. Und wir zielen jetzt auf einen anderen, nämlich auf den hier. Andererseits werden wir den werden wir nicht treffen können, wegen dem Radius. Wir müssen auf den anderen feuern. Wir haben ja den Trefferradius nur nach vorne. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, dann machen wir es doch anders. Dann verfolgen wir mit dem hier den hier hinten. Und feuern weiter auf den. Und mit dem anderen Schiffchen. Das hat ja noch komplette Fähigkeiten. Das ist ja offensiv. Auf Offensive eingestellt. Drehen wir uns nach links. Yes, sir. Und gehen wieder ganz nach unten und feuern auf den nächstgelegenen.
Und mit dem hier können wir, glaube ich, aus der Defensive raus. Und machen es mal auf normal. Kein Gegner feuert. Ja, die haben uns ausgetrickst. Das Schiff floh nach rechts, wir konnten nicht feuern. Und für den da hinten, und das Schiff war zu weit entfernt von dem da hinten, der war außer Feuerreichweite, und dem hier, dem, der wurde ausgetrickst durch den, der hatte den ja als Ziel und hat sich da abgedreht. Das heißt, wir packen uns den wieder und drehen ihn hin zum Feind. Zielen auf den, das ist okay. Lenkraketen stehen uns noch nicht zur Verfügung. Nehmen uns dann das andere Schiff und zielen jetzt auf den nächstgelegenen. Und sollten den eigentlich gut erwischen und ziehen aber nicht so weit von dem weg. Achtung, wir müssen aufpassen, dass wir nicht links erwischt werden, deshalb ziehe ich den ID nach rechts und ganz nach unten. Sind beide außerhalb der Reichweite. Sieht für uns besser aus, aber nicht perfekt. Dann schnappen wir uns die Werft, kommt nicht so weit. Wir können natürlich auch den Feind zu unserer Werft hinlocken. Hier haben wir auch in Bordgeschwader. Wir machen mal Folgendes. Obwohl das Tutorial uns nicht dazu animiert, starten wir beide Geschwader. Dann schnappen wir uns unsere Schiffe. Und zielen weiterhin auf die, die uns nächstgelegen sind. Achtung, dass wir nicht auf die linke Seite gefeuert werden können. Das ist im Prinzip okay. Alles in Ordnung. Noch ein Stück weiter nach unten. So say we all. Und wir können die Lenkraketen abfeuern. Die feuern wir auf den hinteren oder auf den vorderen. Der hintere würde damit mit Glück zerstört werden. Wir nehmen aber trotzdem den vorderen, damit der, weil der früher auf uns feuern wird. Und dann schnappen wir uns noch das andere Schiff und feuern auch die Lenkraketen ab. Missile tubes prepped. Dann wechseln wir noch zur Werft. Und gehen bei der Einsatztaktik auf maximale Offensive. Ja, alles klar. Und dann schauen wir mal, was passiert. Dann gehen die Lenkraketen los. Der Feind schießt auch mit Lenkraketen. Missiles incoming! Das ist heftig. Wir wurden komplett von vorne erwischt. Der ja verliert vorne massiv an Rumpfpunkten. Der dagegen ist noch gar nicht getroffen. Alle Lenkraketen fliegen auf den hier zu. Der hat seine Panzerung. Verliert seine Panzerung vorne. Das heißt, wir sollten den nach rechts drehen, damit die rechte Panzerung auch vielleicht noch von den anderen, die anderen Lenkraketen schluckt. Das heißt, wir ziehen den so hier hin. Und mit dem anderen Schiff sieht es hier aus. Der ist noch nicht getroffen. Wird aber bald getroffen sein. Understood. Da feuern wir weiter in die Richtung, wo wir auch jetzt hinschießen. Und dann kümmern wir uns um die Geschwader. Die sind hier hinten. Und weisen denen auch Ziele zu.
Und den geben wir mal das den Schwächeren der beiden, der eh schon ziemlich fertig ist. Yes, sir. Und auch das andere Geschwader geben wir dasselbe Ziel. Understood. Okay, auf geht's. Das hat geklappt. Wir haben rechts ein bisschen verloren an Rumpfpunkten. Das heißt, diese Bewegung von uns ist gut gegangen. Und der hier hat hinten ganz viel verloren an Rumpf. Der wird sich natürlich jetzt nach vorne drehen. Und jetzt ist der, der stärker beschossen ist, derjenige, der sich uns am nächsten ist. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall wieder auf den feuern. Genau. Und das gilt auch für den hier. Wir nehmen uns wieder den nächstgelegenen Gegner. Und das gilt auch für die Werft. Und das Geschwader, beide Geschwader, die hetzen wir immer noch auf die hier auf der rechten Seite. Gar nicht so viel passiert gerade. Da, wie erwischen wir den von hinten? Wir nehmen den hier. Drehen uns auf jeden Fall zum Feind hin. Sind in der Offensive. Und fallen weiterhin auf den und mit dem anderen Schiff. Achtung, da haben wir links wenig Rumpfpunkte, das heißt, wir müssen drehen. Wir drehen uns nach rechts. Und fallen weiterhin auf den Feind. Die Geschwader. Das sind diese winzig kleinen blauen Punkte hier. Die sind ja schon sehr in der Nähe. Das ist schon mal ganz gut. Und fliegen automatisch den Feind an. Das heißt, wir schnappen uns mal eines der beiden Geschwader. Die liegen direkt nebeneinander. Und bringen die gezielt dahin, wo die wenig Rumpfpunkte haben. Pardon, wo die wenig Panzerung haben. Das ist in dem Fall von dem. Genau, da wechseln wir mal das Ziel. Neben den. Ja, das wird er von alleine machen. Er wird ihn von alleine von vorne angreifen, mit ein bisschen Glück. Da, wo der wenig Rumpfpunkte hat. Und mit dem anderen, da fliegen wir weiterhin. Zu dem hinteren hin. Zu dem da, der hinten wenig Punkte hat. Das heißt, wir bewegen uns mal an zu dessen Heck hin. So. Der hier ist, da ist die Panzerung vorne zerschossen und links zerschossen. Das heißt, mit dem Schwarm hier bleiben wir auf jeden Fall auf der linken Seite. Und haben weiterhin den als Ziel. Und mit dem Geschwader. Ja, schauen wir, dass wir hinten hinkommen. An das Heck. Prima. Und Schiff Nummer 1
feuert auf den nächstgelegenen. Ist direkt vor dem, das sollten wir machen. Schiff Nummer 2 oder 3. Das ist, dass es links so zerschossen ist. Das sollten wir wieder drehen. Dann kann der aber nicht feuern. Ist egal. Den drehen wir hier hin. Und in der Zeit verbessern wir auch, gehen wir auch mit der Einsatztaktik wieder in die Defensive, weil der ohnehin nicht gut feuern kann jetzt. Wenn sind wieder Lenkraketen unterwegs. Wie gut, dass wir den hier in die Defensive gestellt haben. Also. Das war dann das Ziel alles bestens. Er sollte einfach dranbleiben. Hinten ist der Rumpf, sind noch 5 Rumpfpunkte übrig. Noch 5 Panzerungspunkte übrig. Rumpf ist bei 19, das sollte funktionieren. Und der hier sollte einfach auch auf den nächstgelegenen feuern, hier auf den hier. Der hat hinten keine Rumpfpunkte mehr. Das heißt, wir schnappen uns den hier. Der rechts noch genug Panzerung hat, da fliegen gleich Lenkraketen ein, der soll genauso bleiben. Alles gut, den können wir ein bisschen noch nach Understood. So ziehen. Und das andere Schiffchen. Wir können wieder Lenkraketen einsetzen. Die schicken wir auf den hier. Wenn die da einschlagen, dann war's das. Missile Tubes prepped. Und der hier, da kann man glaube ich auch Lenkraketen abfeuern. Auch auf den, wenn wir Glück haben, ist er dann fertig. Weil er hat hinten keine Panzerung mehr und wenn die Lenkraketen hinten einschlagen, dann war's das. Aber der dreht sich auch. Aber er hat zu wenig Rumpfpunkte. Und der hat rechts noch die meiste Panzerung, macht die KI gut, dreht sich auf die rechte Seite. Das ist nicht schlecht gemacht. So, und wir wiederum feuern mit der Werft weiterhin. Die sind zu weit weg von unserer Werft. Wir könnten natürlich einfach zurückziehen und hier bleiben und dann von der Werft aus feuern lassen, aber finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Also. Das ist der hinten nichts mehr drauf hat, den wollen wir weiterhin jagen. Mit dem hier. Alles gut. Ist in dessen Nähe. Der andere soll am Ziel dranbleiben. Macht er auch gut. Ich hoffe, das ist immer noch das Richtige. Und ja, der soll auch da oben bleiben. Ja. Nee, auf den nicht, sondern der soll auf den anderen feuern. Der ist nämlich, dem anderen kehrt er ja gerade den Rücken zu. Gibt es irgendwelche Systeme, die wir reparieren müssen? Nein, gibt es nicht. Und nochmal eine Runde weiter. Gleich krachen hier die Lenkraketen rein. Und da ist ein Schiff vorbei. Ein Spiel ist Geschichte beim Feind. Da können wir im Prinzip so weitermachen. Also der hier, der nimmt sich natürlich den nächstgelegenen jetzt. Das ist ja nur noch einer. Um den zu erwischen, ziehen wir ein Stück nach links.
mit dem anderen machen wir das genauso. Hier müssen wir aber echt defensiv spielen, damit der nicht kaputt geht. Hat zwar noch komplette Hüllenpunkte, aber der Rumpf ist doch teilweise drastisch runtergeschossen. Unten ist die Panzerung und hinten noch besonders stark. Das heißt, ich ziehe mit dem jetzt mal hoch, oder? Der hat... Ja, wir machen das mal so. Ich ziehe mit dem mal so hoch wie möglich. Und er dreht sich hier rum, feuert auf den Feind. Alles bestens muss es sein. Immer noch alle Rumpfpunkte, aber nicht mehr lange, denke ich mal. Die Jäger sitzen ihm im Nacken. Das sollte doch jetzt gut funktionieren. Hier ziehen wir hoch. Yes, Commander. Und mit dem anderen wir bleiben ihm einfach hinter ihm. Ziehen Idee weiter hoch, weil wir sind ohnehin unterhalb von ihm und so können wir den Abstand etwas verkürzen und damit auch besser treffen. Lenkraketen kommen. Feindliche Lenkraketen. Manticore is taking damage. Aber der Rumpf ist immer noch unversehrt. Das heißt, wir machen hier nichts falsch. So, können wir weiterspielen. Weiterkämpfen. Und Lenkraketen. Yes, sir. Ja, das sollte doch jetzt vielleicht genügen, oder? All hostile contacts are down. We recorded a vid feed of the battle if the commander would like to replay the fleet's performance. Klasse, wir können sogar den ganzen Kampf nochmal anschauen in einer Wiederholung, wenn wir das möchten. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ihr hattet dabei, als wir das gerade gespielt haben, eine Kampfübersicht hier, die uns anzeigt, was wir hier erlebt haben. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wie viel Schaden wir bekommen haben, null. Unsere Rumpfpunkte wurden zwar reduziert, aber dadurch, dass wir das eine Schiff, das so stark unter Beschuss geriet, dass wir dem eine defensive Schiffstaktik zugewiesen haben, haben wir verhindern können, dass der Rumpf selber an Schaden nahm. Das heißt, wir haben doch da halbwegs gut taktieren können. Das ist quasi der Prolog hier. Das Spiel Battlestar Galactica Deadlock erzählt... Congratulations, Commander. But we still have work to do. Erzählt uns eine etwas andere Geschichte. Das heißt, es gibt zwar Charaktere oder bestimmte Eigenarten aus der Serie, bestimmte Schiffstypen und die ganze Hintergrundgeschichte und der Konflikt, der bleibt natürlich, aber die konkreten einzelnen Ereignisse, die Missionen, die Aufgaben, die lokalen taktischen Herausforderungen, die wir uns stellen, die sind hier schon neu erdacht worden von den Entwicklern. Hier wird also nicht die Serie 1:1 nachgekaut. Das war der Prolog. Die erste richtige Mission folgt in diesem kleinen Preview-Let's Play. Und bin mal gespannt, wie euch das Spiel gefällt. Postet doch mal bitte auf YouTube, was ihr an Feedback geben möchtet. Welchen Eindruck das Spiel auf euch macht. Ob euch sowas interessiert, diese Art von Video und auch diese Art von Let's Play und diese Art von Spiel. Und bin mal sehr, sehr gespannt, was ihr dazu erzählen müsst.